Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wie ich schon in der Folge davor gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich dieses Let's Play wirklich zu Ende bringe. Also zum Ende des Spiels. Weil Elex ist ein super Spiel, es ist ein gutes Spiel, die Geschichte ist interessant und alles so. Und jeder andere ist vielleicht auch ein totaler Freund davon und drum und dran. Aber mich fesselt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin halt zu einfach, also zu simpel veranlagt oder so. Ich... Hör auf zu schleichen. Ist ja gut. Mir gefällt zwar vielleicht... Also, weiß ich nicht. Irgendwie fesselt mich das ganze Game nicht so. Ich bin eher ein bisschen irgendwie genervt. Sage ich es mal so. Ich sage ja, jeder sieht das anders. Und für viele ist es halt das perfekte Game. Für mich, irgendwie nicht. Also es fesselt mich nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel Dragon Age, Witcher, Life is Strange, Blackguards oder sonst irgendwie. Ja. Mal schauen, ob ich es halt deswegen zu Ende spiele, weil ich will mich auch nicht zu einem Spiel zwingen, was ich nicht, ja, weiß ich nicht, an dem ich keine richtige Freude habe. Denn irgendwann wird es dann soweit sein, dass ich dann keine Lust mehr habe zu spielen, mich dann dazu zwinge. Man merkt es dann an meinen Kommentaren, dass ich kaum kommentiere oder irgendwie nicht gut kommentiere, wenn ich das überhaupt tue. Ja, weiß ich nicht, also die ganze Spiellust geht dann irgendwie so verloren. Und deswegen, also wie gesagt, sollte mich das Spiel irgendwann nicht mehr so richtig fesseln, dann höre ich auch auf. Und mach dann lieber was anderes weiter, weil das macht keinen Sinn. Ist das dieser Sturm-Typ? Nee, es ist ein Werker. Alrik. Kata braucht deine Hilfe. Kata? Ich kenne keine Kata. Doch. Aber sie kennt dich. Spar dir also das Versteckspiel. Schon gut, schon gut. Ich bin nur vorsichtig. Es kann gefährlich sein, sich mit den falschen Leuten einzulassen. Sie sagt, sie ist unschuldig. Sagt das nicht jeder, der erwischt wurde? Also ist sie schuldig? Ach, was weiß denn ich? Sie sitzt in der Klemme, so viel ist sicher. Also hilfst du ihr jetzt oder nicht? Akzeptierst du ein Nein? Nein. Warum frage ich überhaupt? Na schön, ich mach's. Ist ja nicht so, dass ich keinen Plan hätte. Ich glaube, bei mir hat's gerade gehupt. Einen Moment mal bitte. Keine Ahnung. Wie sieht dein Plan aus, um Kata zu helfen? Also, pass auf. Man sagt ihr nach, sie hätte gestohlen, richtig? Richtig. Und was denkst du passiert, wenn auf einmal die Diebesserie fortgeführt wird? Dann wäre das der Beweis, dass die Anschuldigungen falsch waren. Gut kombiniert. Und genau da kommst du ins Spiel. Okay. Was muss ich tun? Du musst den Beweis erbringen. Das bedeutet? Du wirst dich auf Beutezug begeben und etwas zurücklassen, das unseren Sündenbock überführen wird. Und wer soll das sein? Das liegt doch auf der Hand. Der Kerl, der Kata damals angeschwärzt hat. Drog. Drog? Er ist einer der Berserker, die beim Tor Wache halten. Und weiter? Gut, du kannst mir also noch folgen. Such die Hütten von Sindar und Born auf. Dort siehst du dich dann nach ihren Truhen um. Die sind sicher gut verschlossen, aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wenn du sie geöffnet hast, entwendest du die Wertgegenstände und legst eine Kralle rein. Das Diebesgut legst du dann zusammen mit einer weiteren Kralle in Drogs Truhe ab. Warum eine Kralle? Darum eben. Es ist das Zeichen einer berüchtigten... ja, sag mal, jetzt lenkst du mich schon von meinem Plan ab. Also nimm diese Krallen. Eine für Sindars Truhe, eine für Borns Truhe und eine für Drogs Truhe. Wie öffne ich die Truhen von Sindar und Born? Vereis die Schlösser und dann bringst du sie mit etwas heißem Wasser zum Bersten. Geht das auch einfacher? Ich sehe schon, du reitest mich immer tiefer rein. Hier, nimm diesen Schlüsselbund. Die passenden Schlüssel müssten dabei sein. Woher hast du die Schlüssel? Die Frage ist nicht woher, sondern warum. Und die Antwort ist, weil es praktisch ist. Und bevor du mich verdächtigst, mit der Sache von Kata habe ich nichts zu tun. Okay. Ich soll jetzt...
Überzeugungsarbeit, Komax Katterverband. Alrik sagt, dass Komax Katterverband nicht ohne guten Grund. Ja. Okay. Dann machen wir das mal. Pünktlich wie immer. Und was erzählt man sich so auf den Feldern? Was ist denn jetzt los? Warum gucken die mich alle an? Sucht Jura noch immer jemanden, der für ihn zu diesem Konverter geht? Ja, aber ich bezweifle, dass er jemand findet, der die Eier dafür hat. Mir war so, als hätte ich vor der Stadt einen Outlaw gesehen. Du bist schon der Zweite, der mir das erzählt. Weißt du, ob sich schon jemand darum gekümmert hat? Nein. Und ich kümmere mich nur darum, dass die Humpen voll sind. Ansonsten gibt es nichts Neues mehr zu berichten. Muss auch nicht schlecht sein. Na gut. Ich bin... Ach. Er ist echt an seinen Job interessiert? Okay, eigenartig, aber gut. Ach, Mädel. Das geht doch sowas von schief. Das geht so mega schief. Oh, ich kann nichts sehen. Wegen dieser scheiß Pflanze. Sind das Wertsachen nehmen? Wo ist die Kralle? Wo ist die Kralle? Oh mein Gott. Kralle hineinlegen. Da habe ich es erledigt. Jetzt muss ich Born machen. Der ist da hinten irgendwo. Aber auch irgendwie blöd, dass ich ihn jetzt damit reinziehe. Ne? Ich meine, der an dem Wachturm war ja schon... Also der, der an dem Tor Wache hält, der ist ja schon ziemlich nett. Okay. Du gehst da jetzt rein und bringst da jetzt was weg, ne? Mhm. Ich behalte dich im Auge. Ja, mach ruhig. Kein Problem. Ich muss sowieso erstmal gucken, wo die Truhe ist. Die ist da, okay. Dann gehe ich halt wieder raus. Besser? Hier ist überhaupt niemand, ne? Ach, der kommt wieder. Jetzt geh doch endlich. Was macht der denn jetzt? Jetzt hat er eine Kiste aus dem Boden geholt. Oh, jetzt muss ich abwarten. Da kommt nämlich noch eine. Oh, wieder Pflanze. Oder Hut. Ich werde gepackt. Oh, hoffentlich verpfeift mich keiner, ey. Jetzt muss ich das bei ihm in die Truhe reinstecken. Ja, wie mache ich das denn? Kann ich mit dir eigentlich reden? Was ist? Nö. Kann ich nicht mehr. Was ist denn seine Truhe? Jetzt sag nicht, die ist genau... Oh, nee. Och, da werde ich doch gepackt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erledigt. Ganz schnell weg. Schnell zu Alrik. Ich habe das Zeug in Drocks Truhe verstaut. Hast du auch die Krallen deponiert, wie ich es dir aufgetragen habe? Ja. Ausgezeichnet. Wie geht es weiter? Zunächst einmal hätte ich gerne meinen Schlüsselbund wieder. Von mir aus. Gut. Und jetzt kommt mein Part. Ich werde Cormac stecken, dass Drock ein Dieb ist und Katta zu Unrecht verbannt wurde. Am besten rede ich mit ihm allein. Wir wollen ja nicht, dass unser abgekartetes Spiel auffliegt. Warte hier, ich bin gleich zurück. Gute Neuigkeiten. Hat es geklappt? Ja, er war richtig aufgebracht, weil er sich einen Fehler eingestehen musste. Katta wird schon bald wieder hier sein. Cormac hat gleich einen Boten losgeschickt. Und was ist mit Drock? Den sehen wir nicht wieder. Cormac hat ihn ohne Umschweife in den Wald jagen lassen. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Was? Wer nimmt nun Drocks Posten am Tor ein? Na, rate mal. Wer ist denn bald wieder zurück? Katta wird sich schon bald am Tor einfinden und eine bessere Wache abgeben, als er es jemals war. Und das alles hat sie mir, also uns, zu verdanken. Such sie bald mal auf, wenn du Zeit hast. Sie wird sich sicher erkenntlich zeigen. Okay, cool. Schleichen, während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Ich hatte ja auch nicht vor zu schleichen. Das passiert einfach immer so. Gucken wir mal, ob Katta schon direkt da ist. Ja, sie ist schon da. Cormacs Eskorte hat mich erreicht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es war Alriks Plan. Ja, aber er hat ihn sicher nicht ausgeführt. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Damit bist du es, dem ich zu verdanken habe, dass ich nicht mehr im Dreck schlafen muss und genug zu essen habe. Und das Beste an der Sache ist, dass das miese Schwein Drock aus dem Weg geräumt wurde. Hier, mehr habe ich leider nicht. Im Exil verdient es sich schlecht. Außerdem gebe ich dir ein Kleinod mit, das dir noch von Nutzen sein wird. Wenn es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. Danke. Was wirst du jetzt tun? Ich verrichte meinen Dienst am Tor und werde mich gut mit den Warlords stellen. Außerdem habe ich hier und da noch unerledigte Geschäfte, denen ich nachgehen muss. Geschäfte? Klingt eher so, als hast du vor, dir neuen Ärger einzuhandeln. Dir kann man wirklich nichts vormachen. Als man mich seinerzeit abgeurteilt hat, sind mir viele in den Rücken gefallen. Und ich bin mir sicher, sie werden einige Splitter ausgeben, um sich Ruhe vor mir zu erkaufen. Hier, für deinen Scharfsinn. Sagtest du nicht, du hast kaum noch etwas? Hey, eine Frau weiß zu haushalten. Halt die Ohren steif. Okay. Habe ich erledigt. Hör auf damit. Ach, sei ruhig. Mit dir redet keiner. Was haben wir denn noch für eine Quest, Idan? Den liegenden Außenposten umsehen, da ja schon länger nicht mehr. Das ist blöde. Da war ich schon. Werker Jora möchte, dass ich Maschinenteile bringe und zu den Exilanten extrahieren kann. Ich soll... Ach ja, genau. Aufbruch ferne Länder. Ragnar will das gegen einschätzen können. Ich soll ihm Bericht mindestens zwei der großen Städte bringen. Na, das war's. Ja, toll. Dann können wir nur noch das mit den Maschinenteilen machen. Weil mit dem Setzling im Wald, das wird nix. Das wird ganz und gar nichts. Da komme ich an den Alps, komme ich nicht vorbei. Hochhölle. Scheiße. Hochhölle. Boah. Sorry, Leute, wenn das übersteuert ist, aber... Oh mein Gott. Ich
muss mich einmal kurz sammeln. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Das Spiel macht mich fertig. Mein Hund, der kriegt auch schon die Panik. Oh. Ich bin gerade da auf den Teleporter gestiegen, hab drauf gedrückt, wollte gerade was trinken und in dem Moment höre ich irgendetwas. Und als ich gerade mein Getränk abstelle, kommt auf einmal diese Ratte angerannt und greift mich an. Oh. Dämliche Vieh, ey. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Wo sind wir eigentlich hier? Oh mein Gott, das ist hier, ne? Wo die Alps waren. Die da immer noch stehen. Ja, das wird, kann ja was werden. Ob wir die tot kriegen? Speicher mal eben. Wow. Nein. Geh doch weg. Och nein. Ich muss ausweichen. Ich muss das lernen. Ich muss lernen auszuweichen. Dann klappt das. Ich versuch's nochmal. Der erste Sieg der Berserker gegen die Alps hat sich hier zugetragen. Mhm. Noch lange werden sich unsere Nachfahren erzählen, wie wir diesen Konverter zerstört haben. Danke für den Geschichtsunterricht. Ja, super. Ja, super. Lass mich nochmal. Der Sieg der Berserker gegen die Alps hat sich hier zugetragen. Noch lange werden sich unsere Nachfahren erzählen, wie wir diesen Konverter zerstört haben. Wow. Ich habe keine Dingens mehr. Hallo, was macht der denn da? Hallo. Wow. Ich hab einen. Wenn ich nicht will, dass die Alps mich aufspüren, sollte ich jeden erledigen, der mich gesehen hat, bevor er Meldung machen kann. Oh mein Gott, ich habe einen Alp getötet. Oh, ich fühle mich so gut gerade. So, einer soll hier unten sein, ne? Oh, hoffentlich werden die nicht wach. Der ist tot. Was ist das für ein Geräusch? So, muss ich nach unten oder muss ich nach oben? Ich habe voll Angst, den Schalter zu drücken. Erstmal speichere ich, weil ich das ja geschafft habe. Das muss ich speichern.
Und dann drücke ich erstmal. Ach, wir können nach oben fahren. Guck mal einer an. Oh mein Gott, Duras. Boah. Ich habe Angst, dass die Viecher da gleich rauskommen. Ich denke mal, jetzt soll man den Schalter nehmen. Duras. Jetzt reicht's mir. Ich kann hier kaum was sehen, ne? Was ist denn das hier? Ist das oben? Ist das unten? Wo kommt das denn her? Oben. Was war das denn jetzt? Was ist denn jetzt? Haben wir gerade ein Flashback? Gratulation! Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen, nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. War ein Flashback. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Aber wer? Ach, das Vieh ist oben, ne? Die Musik sorgt gerade dafür, dass ich mich ein bisschen unwohl fühle. Ja, ich fühle mich sehr unwohl gerade. Nein! Och, Gott sei Dank. Den kann ich nicht mehr aus... Auch nicht mehr. Hacken. Finde die richtige Kombination mit Hilfe der Gleichung. Einige Ziffern sind größer oder kleiner als andere. Grüne Ziffern sind korrekt und bleiben stehen. Gelbe sind an der falschen Stelle und rote sind nicht in der Kombination. Was? Okay, eins ist richtig. Ja.
Hä? Jetzt kann ich es nicht mehr drücken? Geht doch. Immer lieber mit Vorsicht da reingehen. Mein Gott, was wir hier alles haben. Was kann ich nicht mitnehmen? Ich bin nicht gut genug. Oh, scheiße. Okay, noch einen höher. Da, Duras. Objektansicht? Wie geil ist das denn bitte? Ach, da ist der Maschinenteil. Jetzt brauchen wir nur noch... Ich habe erst 3 von 6. Ein Cleanbot. Der läuft immer noch. Dann gehen wir mal weiter. Krieg ich jetzt einen neuen Flashback? Oh. Aha. Das sieht schon nee, ist auch nichts Größeres. Ja. Doch! Alter! Boah. Was ist das für ein Vieh, ey? Wer ist das denn? Da sitzt einer rum. Okay, hier krieg ich nicht. Ich gehe gleich zu dem Typen hin. Okay. Dann muss ich wohl jetzt zu den Typen. Aber ich muss mich jetzt erstmal verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.